mein ganz persönlicher Traum. Da gibt es so ganz realistische Dinge wie zum Beispiel einen Urlaub auf der ISS, auf der International Space Station. Aber da muss ich, glaube ich, noch sehr viel Blödsinn in der Kamera erzählen, dass ich mir das leisten kann. Ich träume davon, irgendwann mal runzlig, schrumpelig, total braun gebrannt mit henna gefärbten Haaren in Hippie-Klamotten irgendwo auf Ibiza vor meiner selbstrenovierten Finca zu sitzen, mit einem Laptop auf dem Schoß blutrünstige Krimis zu schreiben und dabei einen guten Rotwein zu trinken und aufs Meer zu gucken.